Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute alle Tastaturen von HyperX, das sind die neuesten, die gucken wir uns heute an. Was können die? Vergleichen diese miteinander. Ihr kriegt heute einen Überblick und könnt zum Schluss die Tastaturen gewinnen. Wir haben einmal die neue HyperX Alloy Elite 2. Ist eine Tastatur, ist eine mechanische Tastatur. Supportet PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S und Xbox One. Wir haben hier rote, lineare, mechanische Tasten. Wir haben RGB-Beleuchtung, lässt sich in der Software konfigurieren. Sowohl einzelne Bereiche der Tastatur als auch das gesamte Layout bis hin zu verschiedenen Bewegungseinstellungen. Dann kannst du auch die Tasten belegen. Jede Taste ist belegbar. Sowohl verschiedene Funktionen als auch Makros. Und wir haben HyperX Pudding Keycaps. Die zeige ich dir für alle RGB-Verrückten da draußen. Die RGB-Lieben sind das besondere Kappen. Die leuchten mehr als normale gängige, wie zum Beispiel hier drauf sind. Wir haben einen Vollstahlrahmen, also strapazierfähig das Ganze. Wir haben verschiedene Switches. Im Bestellungsprozess kannst du auswählen, welche für dich so die besten sind. Und wir haben verschiedene Media-Tasten. Vom Empfang haben wir Gebrauchsanleitung. Die hat echt Gewicht. Das sind die Tasten und ihr seht hier die untere Hälfte. Die sind nicht weich, die sind trotzdem hart, aber die untere Hälfte der Tasten ist durchsichtig und die leuchtet. Hier können wir nochmal alles einstellen. Hier dann die Beleuchtung, die Farbe, die Profile, lauter, leiser. Multifunktion, hat auch Gewicht und wir haben hier die Möglichkeit, noch ein USB-Gerät anzuschließen. Das ist ein fest verbautes Kabel hier und zwei Anschlüsse. Dann kommen wir zur HyperX Alloy Origins. Ein kompaktes Design, auch hier deutsches Layout. Das sind hier auch die roten, auch hier RGB, auch hier PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS und One Support. Abziehbares USB-C-Kabel, auch hier ein vollständiger aus Flugzeugaluminium-Gehäuse. Auch hier drei verschiedene Möglichkeiten der Switches und hier insgesamt drei Höhen verstellbare Standfuß. Du hast hier auch internen Speicher für drei Profile. Für das ummantelte Kabel, Gebrauchsanleitung, auf Robustheit ausgelegt, hat ein bisschen Gewicht. Und hier die roten Switches. Keine Multifunktionstasten, dafür etwas kompakter. Alloy Origins Core, auch hier lineare Switches, auch RGB-Beleuchtung, PC, PlayStation 4, Xbox One, abziehbares USB-Kabel, USB-C, auch hier Aluminiumgehäuse, Flugzeugqualität, sagt hier HyperX und dann auch drei verschiedene Möglichkeiten, linear, taktisch und Klick-Switches, Beleuchtung und auch hier drei verschiedene Stufen. Auch hier das USB-C-Kabel. Und was sehen wir hier uns fehlt? Das Numpad. Kürzer, kompakter die Tastatur. Mehr Platz am Schreibtisch. Robuste Keycaps. RBT laut HyperX. Heißt, dass sie sich nicht einfach so abnutzen, wenn du sehr, sehr viel schreibst oder diese sehr, sehr lange und oft benutzt. Dann kommen wir zur Alloy Core RGB. PC, PlayStation 4, Xbox One. Auch hier RGB beleuchtet das Ganze. Viel mit RGB, Spritzwasser geschützt sogar. Also ein komplett anderes Design, wie wir das sonst kennen. Dann hier auch Medientasten. Sogar ein Tastatur-Sperrmodus. Die ist im kompletten Design. Ein fest verbautes Kabel, sind leise Tasten, sind keine mechanischen Tasten, sind Membran-Switches. Gehört auch
von allen zur günstigen Alternative. Für die, die sagen, ah, Tastatur ab und zu mal nicht so teuer, reicht mir, ab und zu mal spielen und so weiter, ist das definitiv eine Möglichkeit im Vergleich zu den anderen. Und auch hier ist der Rahmen nicht aus Alu, sondern dementsprechend auch aus Kunststoff. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Favorite-Tastatur. Die HyperX Alloy Origins 60 ist jetzt das englische Layout. Das deutsche kommt noch in den Store, aber hier für die Sprechstunde haben wir trotzdem schon mal eine Vorabversion bekommen. Auch diese ist RGB-beleuchtet. PC, PlayStation 4, Xbox One. Seitlich sind die Tasten auch, also haben einen Print, haben eine Bedruckung. Auch RGB beleuchtet, auch hier Aluminiumrahmen, Flugzeugaluminium. Da oben ist die Gebrauchsanleitung versteckt. Zap. USB-C, Kabel lässt sich austauschen und ein bisschen klein, schwer, aber nicht nur das Gehäuse ist robust, sondern auch die Tasten. Man hört auch schon. Mechanische Tasten, die Switches sind mechanisch. Auch hier robuste Keycaps und ihr seht hier die Bedruckung, um schneller zu finden. Warum? Die Tastatur ist auch nur 60% von der Gesamtgröße der normalen großen Tastatur. Wir haben alles hier zusammengeschrumpft, sowohl die Pfeiltasten als auch die normalen Tasten, aber dementsprechend musst du halt viel mit Makros arbeiten. Und damit du schneller alles findest, siehst du, direkt, wenn du von der Seite drauf schaust, die einzelnen Makros, wenn du die Taste dann drückst, Fn, und dann kannst du hier alles individualisieren zwischen 1, 2, 3, 4, 5 oder F1, F2, F3, F4, F5. Und wenn du richtig geil drauf bist, aber nur so, wenn du richtig geil drauf bist, ziehst du die Leertaste ab. Oder andere Taste mit dem HyperX-Logo austauschen. Jetzt bist du dran. Schreib mir jetzt in die Kommentare, welche dieser Tastaturen möchtest du unbedingt haben und wieso. Wichtig, bitte alle deine Benachrichtigungen aktivieren. Das Team wird dir hier in die Kommentare antworten. Also die werden antworten, wir werden Gewinner aussuchen und dann auf deinen Kommentar antworten und du wirst 5 Tage Zeit haben, dich bei uns zu melden. Meldest du dich nicht bei uns, dann geht das Ganze weiter und dann suchen wir entweder einen neuen Gewinner oder verlosen diese dann bei uns im Only Gamer Club, auf Twitch, auf Instagram oder wo auch immer. Also nutze jetzt die Chance und sei dann auch schnell. In diesem Sinne, Daumen nach oben, schreib mir deine Meinung. Bis zur nächsten Sprechstunde. Euer Doc.